Hallo Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Pokémon Blau Kaizo mit dem Lenny. Letzter Part haben wir es endlich geschafft, nach Prismania City zu kommen. Und was wir jetzt hier erstmal tun werden, ist uns was zu trinken zu holen. Beziehungsweise nicht uns, sondern der freundlichen Wache, die uns ganz nett darum gebeten hat, ob wir ihr nicht was zu trinken holen könnten. Weil wir nämlich sonst nicht passieren dürfen. Was voll logisch ist. Aber über Logik brauchen wir uns ja gar nicht zu unterhalten. So, irgendwas, das nicht so teuer ist. Frisches Wasser läuft. Boah, wie viel Geld haben wir, Alter? Stimmt, wir haben ja richtig viele Trainerkämpfe gehabt, ne? Boah, Leute, können 27.000. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir mal Geldsorgen hatten? Die guten alten Zeiten. Ja gut, wobei den einen oder anderen Trainerkampf haben wir ja auch verloren. Ich denke mal, so ein bisschen hätte stellenweise mehr sein können. Aber wir wollen uns gar nicht beschweren. Ich finde es einfach so herrlich, wie sich alles bewegt, außer die Spielerfigur. So der ganze Raum wackelt. Aber wir schweben scheinbar in der Luft. Ja, meine Pläne für Prismania City sind auf jeden Fall gleich erstmal VM2 Fliegen zu holen. Dafür brauchen wir ein Pokémon, ein ganz bestimmtes Pokémon. Welches werde ich euch nicht sagen, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir ein Feuer-Pokémon brauchen für die Arena. Und da werden wir natürlich gleich erstmal so ein bisschen auf Sammlerjagd gehen. Wobei ich gerade überlege, welches Feuer-Pokémon wir da am besten nehmen. Es sollte ein sein, das relativ leicht zu trainieren ist. Allein schon aus dem Grund, dass ich mich jetzt hier nicht so lange aufhalten möchte. Ah, oh, guck mal, die gönnen sich ja hier richtig. Da kannst du jetzt nur mit Surfer ran, oder wie? Das ist ja richtig abfuck. Hier müssen wir erst nach Fuxania City. Ja, ja, la, 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 la. Sekunde. So, gerade falsche Tasten gedrückt. Safronia City. Ja, was wollte ich denn jetzt hier als erstes eigentlich? Ich wollte noch nicht in die Kampfarena da oben. Ich wollte wieder zurück nach Prismania City. Aber schön, dass wir Safronia City mal gesehen haben. Total unnötig, wie einfach hier Safronia City ist und hier einfach und hier nicht. So für diesen Spot. Hier ist dann die Musik alles und so. Total unnötig, aber well. So, raus hier. Was wir außerdem nochmal machen könnten, ist gleich gucken, ob wir noch ein bisschen shoppen gehen. Wir haben ja jetzt Kohle. Aber zuerst, Ladies and Gentlemen, holen wir uns VM Fliegen. Was sich als schwieriger erweist, als ich eigentlich dachte. Okay. Oh. Nee, ich dachte, man kann oben rum vielleicht. Das wäre geil gewesen, wenn man da oben rum hätte gehen können. Ja, das ist jetzt leicht komisch. Upsa. Arena, nee. Okay, ich bin etwas aus dem Konzept. Ich suche gerade erstmal die Stelle, wo man eventuell ist, ja doch oben. Ich traue dem Spiel alles zu. Natürlich, das traue ich ihm auch zu. Das sieht dem Spiel schon. Wie kommt man denn jetzt dann nach Fuxania City? Muss man ja unten rum, wa? Beziehungsweise Lavania dann unten lang. Ach, man. Kann denn nicht einfach mal irgendwas einfach sein?
Weil einfach ist. Nein, ich werde nicht bezahlt von einem Stromanbieter, dass ich das sage. Aber dieser Stromanbieter ist echt toll. Nein, ist er nicht. Jo. Schade, ich wollte euch eigentlich einen Trick zeigen. Aber das muss dann wohl noch warten. Aber na gut, okay, ich bin einfach gerade nur ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt, bitte mal, ich hoffe jetzt, dass man untenrum durch nach Fuxania City kann, weil sonst habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie das Ach, Fukano hätten wir uns fangen können. Egal. Ich habe ein bisschen Schiss, wie es hier aussieht. Und hier sind so viele Trainer. Man muss hier gegen alle scheiß Trainer kämpfen in diesem Spiel. Und hier sind so viele. Ich entwickle schon leichte Unlust. Wie geht's denn, mein Team? Ja, das steht ja wieder eins. Ja, ich habe es geschafft. Schön, dass du in deinem Leben irgendwann mal was erreicht hast. Ach Gott. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Guckt euch mal die AP an. Ach, komm. Das war natürlich wieder klar. Das war direkt paralysiert. Wieso stirbt es nicht? Oh, ich dachte, ich dachte, der macht Schaufel, aber er ist gestorben. So. Nein. Da bist du immer noch nicht weg. Oh, was will er lernen? Oh, Erdbeam! Jawoll! Boah, jetzt geht's aber ab hier. Ja, komm, Kratzer, weg damit. Ja. Sauberste. So, wieder mein Tick ausleben hier. So, zack, zack, zack. So wegen der... Habt ihr wahrscheinlich im letzten Part gesehen, dass ich das da umgeändert habe. Rabula, 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 Rabula! Sehr schön. Und dazu noch sehr effektiv. Ja, Diktri ist ein geiles Pokémon. Oh, wie gesagt, man muss gegen jeden Fisch hier kämpfen. Ey, es ist so... Oh, das ist jetzt nicht so gut. Ach, Donnerwelle können wir ja... Ja, nimm ich mit, das ist eine gute Idee, aber nimm hauptsächlich dich mit. Vielleicht überleben wir... Nein, tun wir nicht. Nein, ruft... Ach, Garados, ja, klar, warum auch nicht? Da kann man jetzt auch wunderbar... Geofissur, probieren wir mal. Das hat auch keine Wirkung auf... Warum denn das bitte? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Tot, tot, tot. Ja, komm, das wird nichts mehr. Rotz. Stirb. Kacke. Launepegel minus 30. Los, Sandan. Hau ihn um. Du bist... Ach, guck mal, der geht da rein. Ha! Blocked! Blocked this way! Glaubst du an die Ghosts? An die Ghosts? Von Call of Duty? Ja, die hat's bestimmt mal gegeben. Es gibt also Gläubige. Nein. Ah, die weiße Hand auf deiner Schulter ist auch nicht real. Der Typ macht mir ein bisschen Angst. Ich würde gerne mal wissen, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Mit der weißen Hand. Mit dem Spruch. Nicht mit dem Mythos weiße Hand jetzt, sondern mit dem Spruch hier, was das bedeuten soll. Das würde ich gerne mal wissen. Ah, warte mal. Welche Pokémon hatte er jetzt? Das war ein Garados zum Schluss und davor ein Austos. Okay, Austos kriegen wir hin. Warte, habe ich Turtok vorne? Ja. Das braucht man zum Fischen. Ruft. Ja. Das wollte ich nämlich sehen.
Nein. Da, 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 da. Hydropumpe. Jawoll. Jawollo. So läuft das doch wie am Schnürchen hier. Ich weiß übrigens gar nicht, wie lange ich hier gerade aufnehme. Das ist gerade so ein bisschen doof. Ich kann es ungefähr schätzen. Ich schätze jetzt mal so auf 10 Minuten, Viertelstunde. Die Zeit vergeht so schnell. Es ist 1:15 Uhr morgens. Und es kommt mir so vor, als hätte ich irgendwie gerade eben erst, weiß ich nicht, jetzt käme ich gerade eben erst von der Arbeit. Aber hey, YOLO. Ich glaube, ihr macht euch da nicht allzu viel draus, wenn der Part mal eine halbe Stunde geht. Und wenn doch, dann ist das halt so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dragon Rage. Nicht funktionierfähig. Jawohl! Volltreffer. Sehr schön. Wie gesagt, auf Turtok kann man sich verlassen. Ist so ein treuer Gefährte. Allerdings auch bald tot, wie das aussieht. Wie ich unser Glück einschätze. Ich gehe arbeiten. Geh mal arbeiten. Und lass mich in Ruhe. Diese Sprüche immer, ne? Das sind so wahnsinnig unglaublich pädagogisch wertvolle Sprüche, die braucht die Welt. Ach, es ist ja auch immer mal wieder gut, ne? Bubble Beam, dein Face! Ja, guck mal, nicht effektiv, aber haut so viel rein und dann kommt der Wichser und haut da mehr rein. Ey, ich hau doch rein, ey. Hau rein! Krawalle! Sehr schön. Alter Knopf. Schaufler ist, glaube ich, dagegen ganz gut. Besser als jetzt irgendeine Wasserattacke. Volltreffer, voll in dein Gesicht. Ach ja, komm. Nein. Dragonier. Probieren wir es mal damit. Das voll richtig heftig reingehauen. Obwohl, geht eigentlich sogar. Das war natürlich wieder sowas von typisch. Typisch Kaizo, ey. Ach, Mann. Und wieder zum scheiß Pokécenter. Ich glaube, das ist der Ort, an dem wir am häufigsten sind. Müsste mal jemand zählen. Ich habe ja so einen fleißigen Abonnenten, der postet mir immer auf meine Facebook-Seite meinen Kill-Counter. Ne? Das finde ich auch mega geil. Wenn einer von euch jetzt auch noch so viel Langeweile hat und einfach mal zählen möchte, wie oft wir dann im Pokécenter sind, von mir ist auch inklusive dann der ganzen Tode, dann nur zu. Gönnt euch. Ich finde das witzig. Also, dass Leute sich damit beschäftigen, echt so die Videos dann so durchzugucken und irgendwelche Sachen zu zählen, auf die eigentlich überhaupt niemand achten würde, jetzt so richtig. Ich finde das eine nette Sache. Liebe Grüße von daher von mir an dich. So, weiter geht's im Text. Ich glaube aber, wir schaffen gar nicht mehr so viele. Ich habe wirklich gar keine Zeit gerade im Blick. Ach, da ist das dicke, fette Relaxo. An dem man vorbeigehen kann. Jawollo! Kaizo hat es geschafft, einen Punkt in Pokémon logisch zu machen. Zwar nicht so wie gedacht, aber immerhin so, dass man sagen kann, man kann daran vorbeigehen. Das ist doch mal ein Moment wert, in dem man feiern kann. Ah, okay, vergiss es, ich habe mich zu früh gefreut. Ein schlafendes Pokémon stört. Sport Fishing Area. Ich habe mich ja echt gerade gefreut, aber ich wurde enttäuscht. Was ist eigentlich TM16, was wir gerade gefunden haben? TM16. Payday! Korrekt. Ja, nehmen wir sofort. Zahltag. Ja, korrekt. 1 oder 2? Nein. Oh Gott. So. So, ja, dann müssen wir ja. Ich glaube, dann ist der nächste Punkt Poketurm.
Auch wenn wir die... Alter? Was geht mit ihm denn? Der ist ja gruselig. Was geht mit ihm? Das ist doch der kleine Junge von vorhin. Alter, jetzt mal einmal in der Geisterstadt, da gehen hier nur komische Dinge vor sich. Well. Ja, meine Freunde, das ist der Pogeturm, den ihr ja wahrscheinlich alle kennt. Das Problem ist nur, ich habe überhaupt gar keinen Plan, was wir jetzt als nächstes machen sollen, weil wir im Pogeturm nämlich ohne das Silph Scope überhaupt nicht weiterkommen. Aber im nächsten Part schauen wir uns den auf jeden Fall mal von ein bisschen näher an. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugesehen haben. Haut rein, Leute. Ciao.